So, hallo, hallo, ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe heute schon ein paar Spiele gemacht gegen die KI. Ich dachte jetzt, ich mache einfach noch eins, zwei Spiele. Ja, gegen echte Leute. Versuche erneut mein Glück. Ich habe das Gefühl, ich bin deutlich besser geworden. Tja, aber deutlich genug? Keine Ahnung. Gerade was gegessen, jetzt die Mate, das muss doch gehen. So, ansonsten, ich glaube, das funktioniert sonst alles. Und dann go. Suchen wir uns ein Spiel. Rank kann ich leider noch nicht spielen. 7 von 10 Spiele. Ich versuche jetzt immer jeden Tag dann zumindest noch einen Unrank, also einen Match gegen Computergegner zu machen, damit wir diese 10 Spiele mal voll kriegen und ich endlich Rank spielen kann. So, der Gegner ist Protoss. Ich habe meinen Aufbau ein bisschen verändert und angepasst. Hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert alles, damit ich das auch zeigen kann. Dass ich das Gefühl habe, ich bin besser geworden. Not enough minerals. Roger. So. SCV ready. Not enough minerals. Not enough minerals. Additional supply depots required. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Not So. enough minerals. So, und was ich nämlich jetzt mache, ist, dann lege ich das jetzt nämlich immer auf die 5. Und der soll direkt eine zweite Basis bauen, wenn er fertig ist. Hier baue ich genauso viel, dass ich 16 habe, also einen noch. Und mache dann Orbital Command. So, wenn der fertig ist, ich mache jetzt erstmal nur passiv, mache ich dann sofort einen Reaper. Na los, wird fertig. So, einen Reaper, einer reicht. Dann mache ich hier Exa. Dann mache ich Not hier enough minerals. Not Dings. enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. So, dann baue ich Not enough minerals. eine Not enough minerals. Not enough minerals. Fabrik. Der baut dann den zweiten Vespin-Geysir. Okay, der ist schon weg, okay. Der baut dann ein Tech-Lab. Dann baue ich Not enough einen minerals. noch so ein Ding. Add-on complete. So. Da baue ich dann das Ding hier. Jetzt muss ich Additional supply das. depots required. Genau, Supply Depot müsste gleich fertig werden. Genau, wird fertig. Der baut einen Sufficient Panzer. phosphine gas. Genau. Das Ding ist fertig. Orbital Command. Das kommt auf die 5, das zusammen kommt auf die 4. Dann noch hier hin. Die können eigentlich dann runter. So, der Panzer. Dann auch runter. Er dann complete, Command nee. center So, dann fange ich nämlich hier an, auch Marines zu bauen. Das baut noch hier ein. upgrade. So. Okay, da kommen die raus.
Die können sich dann hier unten hinstellen. Our SCVs are under attack. Our SCVs are under attack. Ach Mann! Ach, jetzt muss ich natürlich einen Panzer weiter unten hinstellen. Na komm, Panzer, los! So, das reicht jetzt aber. So, und dann habe ich natürlich die Phase, jetzt den Panzer nachzuproduzieren. Nein, 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 nicht die. Sondern davon will ich noch welche. So, der muss den weiter produzieren. Dann baue ich hier eine zweite Barracks. Und war auch so ein Engineering-Ding. So, oh Gott, da hat er mich hier ganz schön zerstört. So. Da kann sich ja der Panzer mal da hinstellen. So, das ist fertig. Jetzt, der soll mal aufhören mit seinem Geharrisse hier. So. Dann baut der einen Flughafen. Da wird jetzt das gebaut. Dann baue ich noch eine Fabrik. Hier oben sind zu viele. Ne, der baut erstmal noch nichts. Der ist fertig. Dann baue ich hier erstmal Concussive Shells. Sind seit einer Zeit keine Panzer mehr fertig geworden? Was ist denn los? Habe ich den nicht gesehen? Achso, der ist da oben hin. So. Dann kommt das. Dann kann das mal gebaut werden. Dann kann das gleich gemacht werden. Hey Pico! Ah, oh Mann, wie ich es hasse. Research complete. Ready to roll out. Will do. Add-on complete. Bauen wir ein paar Türme. Add-on complete. So, Flugzeuge. Insufficient Vespin Gas. Ah, da fällt mir natürlich jetzt auf, dass ich die hier nicht bestückt habe. Go ahead. So. So, dann will ich natürlich... Ach, jetzt habe ich aber eine Weile auch die vergessen. So, ist das schon mit drin? Nee. Und dann brauche ich natürlich Stim. So. Und ich glaube, dann werde ich mich langsam mal auf den Weg machen, mal losgehen. Mal gucken, was der so hat. Ich habe echt wenig Mineralien, weil er mir oben alles weggehauen hat.
job, huh? You gonna give me orders? SCV ready. Ready for dust off. Habe ich bestimmt hier viel zu viele schon, ne? Nee, habe ich gar nicht. Nein! Roger that. Why not? Orders received. Need something blown up? Ready to blunder. Keep your shirt on, Spartan. Research complete. Gustim! Ach du Scheiße! Mann, weil er mir alles weggehauen hat. An Workern. Ich hatte viel weniger Worker, als ich es gewohnt bin. Insufficient Vespine Gas. Ready to plunder. Drei, ach, da fehlt auch einer. Mann! So, was ist, wie sieht's mit den Upgrades aus? Insufficient Vespine Gas. Insufficient Vespine Gas. Go, go, go! Ready to plunder. Our SCV's base is under attack. Ach, der ist halt viel besser da drin, mir irgendwie die Einheiten wegzuhauen. Jetzt das Command Center wird auch nicht fertig gebaut, weil ich nicht mitbekommen habe, dass es zerstört wurde. Mann! Was baut ihr da eigentlich? Baut Void Race. Mineral field depleted. Oh, it's all. SCV ready. So. It's your dime. Nee. Command center upgrade complete. SCV ready. Not enough energy. In the rear with the gear. Upgrade complete. Ey, ich habe einfach keine Ressourcen. Insufficient Vespine Gas. What's going on? Big job, huh? Mineral field depleted. Was ist das eigentlich?
Command Center und Fortress, okay. So, und da habe ich, da finden wir auch zwei. Ach Mann! Ach Gott. Ja, ich muss einfach angreifen. Der macht, nimmt mich hier sonst auseinander. 10 Worker. Insufficient Vespeen gas. Looking forward to it. SCV ready. Why not? Go, go, go! Ich mache jetzt einfach alles rein und wenn ich gewonnen habe, habe ich gewonnen, wenn ich verloren habe, habe ich verloren. Ich habe keinen Worker mehr, hat Chris gewonnen. Okay. Mich kaputt geharris. Ach du Scheiße. Echt Resource Collection. Es war am Schluss einfach so schlecht, dass ich wusste, das kann ich nicht mehr gewinnen. Das ist echt schade. An sich fand ich, war es gar nicht so schlecht. Selbst wo er mir viel weggenommen hat, habe ich das immer wieder aufbauen können, aber dann irgendwann nicht mehr. Ach, auf sowas muss ich mehr achten. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich hätte es echt gereicht, wenn ich da zwei Bunker hingestellt hätte oder so. Ich weiß nicht, sind Bunker besonders gut gegen die? Ich weiß nicht mal, ich kann mir echt nicht merken, gegen was gegen diese komischen Einheiten gut ist. Was hatte er gerade für komische Viecher? Er hatte diese Adepten. Marauder sind gut. Ja, ich kann aber mich nicht leisten, da einen Bunker hinzustellen mit 4 Maraudern. Ah, schade, ich habe das Gefühl, dass ich... Ich habe vorhin ein paar Matches gemacht, aber halt nur gegen CPU und halt das Gefühl gehabt, dass ich richtig gut gespielt habe. Und jetzt erstes Match irgendwie gegen jemand Echtes dann direkt wieder aufs Maul bekommen. Ach, schade. Wir gucken kurz ins Replay rein. Achso, nee, erstmal will ich gucken, was ist denn das für einer. Damit ich dann zumindest sowas sagen kann wie, ja, okay, komm, der war hier Grandmaster. Na. Ja. Gold, naja. Ich denke, ich werde auch Gold gerankt dann. Das hätte ich auch schon gewinnen können. Ja, ich hatte so viel schneller die Echse.
Und der hat seinen Vorsprung am Anfang nicht ausnutzen können. Aber ich glaube, er hat relativ früh, er kam mir direkt an. Mit denen. Und ich glaube, er hat da schon viel Schaden machen können. Und gleich gucken, wie viel Units er mir da. Und ey, ich hatte den, ne? Den habe ich ja hauptsächlich aus Verteidigungsgründen. Wieso habe ich den da nicht genutzt, als die seine Handels ankamen? Also ich habe jetzt noch genau nichts, ne? Also ich habe einen Siege Tank. Das müsste aber eigentlich reichen. Ja, der hat leider zu wenig Reichweite hierfür. Also ein Schuss kriegen die ab, zwei Schuss kriegen die ab, drei Schuss kriegen die ab. Okay, was hauen sie mir alles weg? Ein Mule. Ein Worker. Sagen wir mal zwei Worker. Drei Worker. Drei Worker. Zwei Marines. Vier Worker. Mit drei Adepten. Vier Worker, zwei Marines. Ey, die neigt mir das echt lange. Fünf Worker. Fünf Worker, zwei Marines mit drei Adepten. Tja, und jetzt hat er halt schon eine Echse, die läuft. Obwohl ich ja eigentlich viel früher damit war. Ach, sowas Doofes. Das bringt mich halt auch immer so raus, ne? Das ist halt immer die Sache bei den Anfängern, dass man sie damit so rausbringt. Und jetzt hat er schon einen Vorteil von sechs Workern. Ja, er hat das einfach immer wieder gemacht mit diesem beschissenen Adepten. Hey, Xolifred. Ja, natürlich. Und bei dir? Ach, ich raff nur einfach dieses Spiel nicht. Das wird sich auch noch eine Weile nicht ändern. Ja, die gehen jetzt schon mal viel besser. Weil ich glaube, die hauen mir auch wieder ganz schön was weg, oder? Nö. Aber, ach, ich hatte die ganze Zeit Ressourcenmangel. Normalerweise ist es so, dass bei Anfängern eher immer zu viele Ressourcen da sind. Und diesmal, jetzt am Anfang ging es noch. Aber er hat dann irgendwann. Kann es sein, dass diese Oracles so viel mir weggehauen haben? Die habe ich erst gar nicht gecheckt. Haha. Ah, lustig. Ja, im Zweifel mal nix. Ist wahrscheinlich auch mal nicht schlecht. Wie viele Leute mit diesen. Ich habe auch schon bei einem anderen gesehen, der meinte, als Anfänger ist es gar nicht schlecht, wenn ihr dann einen Starport habt und ein paar Medivacs. Füllt einfach ein Medivac mit Marines und droppt den in der gegnerischen Base. Und guckt gar nicht hin, lasst euch davon nicht beeinflussen, lasst euch davon nicht ablenken. Droppt die einfach dahin, der Gegner muss es dann irgendwie clearen und wahrscheinlich bringt es halt was. So oft nix. Nee, heute kein Hearthstone. Ich weiß auch nicht, ob morgen. Muss mal gucken. Aber ich werde demnächst auf jeden Fall diese Boom Labs spielen. Oh Gott, wie viele hauen die mir weg? Ein, zwei, drei. Ah, die zählen ja zum Glück mit. Ach du Scheiße. Ja, das hat ihm im Grunde das Spiel gewonnen. So ein New Worker. 8 und 12, 20.
bin jetzt 22 Worker hinter ihm. Nee, ich habe eigentlich Bock, mal wieder mehr Wii U zu zocken. Also, ich weiß noch nicht, ob ich dann Bayonetta zocke oder ob ich das Zelda mal anfange oder das Donkey Kong. Vielleicht spiele ich auch Bayonetta weiter, aber verringere den Schwierigkeitsgrad. Aber ich will mal sehen, dass ich vielleicht morgen Vormittag, vielleicht so ab 9 oder so, wieder streame. Ey, die halten auch einfach krass viel aus. Ich weiß gar nicht, hat er sie das restliche Spiel überhaupt dann nochmal benutzt? Ja, aber im Grunde haben die zwei Oracles ihm echt das Spiel gewonnen. Weil seitdem habe ich einfach keine Ressourcen mehr. Und es kostet mich auch so wahnsinnig viel Zeit, weil ich das dann einfach gar nicht checke, mal einen Angriff zu planen. Ey, vielen Dank für den Host, Softcake. Ich weiß nicht, hätte ich diesen Angriff irgendwie gewinnen können? Ich bin von Supply auch deutlich hinten. Weil die Siege Tanks sind an sich doch schon gut gegen die Adepten, oder? Ist es nicht. Was macht das hier? Revealed, okay. Na, hier bin ich ja erstmal abgehauen, das war ja erstmal so Geplänkel. Der Gegner hat, glaube ich, gewartet, dass seine Archons alle entwickelt sind. So. Jetzt stelle ich die hier hin. Der kommt an. Und hätte ich die dann wieder entsiegen und weglaufen sollen? Erstmal eine Pause machen. Ach, ich habe bisher nur ein Spiel gemacht heute, jetzt im Stream. Und da habe ich jetzt auf die Fresse bekommen. Wir gucken gerade das Replay. Bin halt noch totaler Anfänger und versuche gerade so ein bisschen reinzukommen. Ja, im Grunde hat er das Spiel wirklich gewonnen, weil einfach seine zwei Drecksflugzeuge mir hinten 20 Worker weggehauen haben. Und das habe ich dann nicht mehr aufholen können. Mal abgesehen davon, dass ihm sowas gleich nochmal gelingt. Mit den Adepten. Ach Gott, das ist echt schmerzhaft, dies anzugucken. Aber das habe ich jetzt nicht mehr aufholen können. Einfach. ...2100er MMR. Kann man das irgendwo sehen? Aber dafür muss man schon Ranked spielen können, oder? Ich darf noch nicht. Ich muss erst 10 Spiele spielen und an 10 verschiedenen Tagen Wins einfahren und bin erst bei 7. Das hast du schon unter dir. Nee, ich bin jetzt insgesamt aber schon bei... Gott. Kann man nicht hier irgendwo sehen, wie viele Spiele man gemacht hat? 58 Spielen.
Aber die meisten Gegner, gegen die ich spiele, die haben halt schon ein paar mehr. Wobei er auch nicht so viel hatte, ey. Der war auch noch voll neu dabei. 98. Aber kann natürlich sein, dass es ein Smurf-Account ist. Aber er spielt auch nur Gold, also es kann auch hinkommen, dass er nur 98 hat. Ach, hier sieht man MMR. 3050. Was auch immer das heißt. Ist das jetzt gut? Ist besser als du? Du kannst gerne mich herausfordern. Ich bin. Warte mal, wo steht denn das? Ultimate Beam Nummer. Warte mal, ich schreib's mal in Chat. Made Beam. Ich habe mich jetzt nicht verschrieben. Nummer 21683. Können wir gerne eine Runde spielen. Wo ist denn die Katze hin? Weg. Kamera findet mich gerade nicht. Ich hoffe, so insgesamt funktioniert es mit der Kamera. Weiß auch immer nicht. Ach, da bist du. Na gut, dann lade ich dich ein. Heißt es, du bist Bronzeliga oder heißt es irgendwas? Moment, ich guck mal eben deinen. Ah, okay, Bronze. 66. Also ein paar mehr Spiele gemacht hast du schon. Dann bin ich mal gespannt. Denke mal, aber da müsste ich echt gute Chancen haben, weil ich habe schon gegen viele. Ich habe auch schon gegen ein paar Platin-Leute gespielt, die ich zerstört habe. Muss natürlich immer nichts heißen. So, was nehmen wir denn? Weiß ich nicht, irgendeine kleine Map. Ja, alles klar. Ja, dann good luck, have fun. Ich bin sehr gespannt. So, dann bin ich mal gespannt. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Kann mich immer am Anfang Not gar enough nicht so schnell was minerals. schreiben. Not enough minerals. Nein! Nein! Ich wollte das auf die 4 legen. Additional supply depots required. Not enough minerals. Und hab versehentlich meine Not enough minerals. Worker Not dann enough minerals. eingeladen. Aber wie oft Not mir das enough passiert, minerals. ey. So, und das ist auf der 5, das ist auf der 4. So.
Dann als nächstes den Reaper bauen. Dann baut der zweites Haupthaus. Das upgrade ich. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. So. Dann kommt die Fabrik. Not enough minerals. Not enough minerals. I'm going. So. Go ahead. Dann so ein. Und dann brauche ich eine, hier ein zweites. Okay. So. Ach, fuck, eins daneben. So. Okay. Add-on complete. Ja, ist mir egal. Not enough minerals. SCB ready. Not enough minerals. So, hier habe ich einen zu viel, weil ich das vergessen habe aufzufüllen. So. Add-on complete. Dann so eins mal bauen und so eins mal bauen. So, hier kommt dann so eins. Dann hau ich einen Flughafen. Not enough minerals. Und so. Not enough minerals. Not enough minerals. So. Was mache ich denn, dass ich so viele Minereien auf einmal brauche? So. Not enough minerals. So. Not enough minerals. Not enough minerals. SCB ready. Brauche ich eigentlich auch erstmal nur ein. So. Add-on complete. Oh, it's on. It's blocked. Ach so, weil. Insufficient vespine gas. So. Fueled up, ready to go. Ready for dust off. Mineral field research. So, dann kann ich eigentlich mal gucken gehen. Research complete. So, dann kann ich endlich mal gucken gehen. Insufficient vespine gas. Yes. This better be good. Research complete. Ready
Keep a dust off. SCV ready. Go ahead. Ready to roll out. Nein! Ah! Der dümmste Spieler aller Zeiten, ey. Wie ich auch einfach gerade nichts gebacken kriege. Ah, GG. Das war aber krass. Ganz ehrlich. Wow. Das war ganz schön krass. Das war ganz schön krass. Ich will mal eben reingucken. Willkommen zurück. Ja, vielen, vielen Dank fürs Spiel. Es war ganz schön heftig, ey. Ich bin sehr froh, dass ich das gewonnen habe, aber das war sau knapp, ey. Ich habe am Anfang schon so einen richtig doofen Fehler gemacht und habe versehentlich kurz alle meine Worker eingeladen. Aber es hat jetzt nicht den Unterschied gemacht. Falsche BO gewählt. Ja, du warst irgendwie voll schnell mit Stim da, ne? Und ich habe gesehen, dass ich relativ schnell auf Panzer und Medivax komme und fand, dass ich das unfassbar gut gespielt habe und war dann sehr überrascht, dass du das unten quasi weggeräumt hast, was ich da so hatte. Ja, du hast direkt Marauder gebaut. Das ist ja super krasser Anfang. Ja, da muss ich sagen, da habe ich den einfach dahingestellt und machen lassen, weil sonst kostet mich das einfach viel zu viel Aufmerksamkeit. Du hattest aber genauso schnell eine Fast-Echse wie ich. Ich bin ein bisschen vorne mit den SCVs. Warte, ich lese mal. Ja, das ist ganz oft so, oder das habe ich auch ganz oft, dass ich zwischendurch einfach vergesse, was der Gegner hat. Und klar, die Marauder werden halt dann umso geiler gegen die Protoss-Einheiten, das stimmt natürlich. Ah, krass, und du hast dann ganz viele Barracks. Ach, einen Moment, ich werde mal angerufen. Ich mache erstmal weg, ich rufe gleich zurück. Du hast dann ganz viele Barracks und ich bin relativ früh, also ich hatte hier schon mehr Panzer stehen. Und hab dann relativ früh auch schon noch eine zweite Rex und einen Starport gebaut. Du hattest bis zum Schluss keinen Panzer, ne? Und du hast dafür extrem früh Stim und Concussive Shells gehabt. Concussive Shells. Und ich hab gedacht, ja, breite dich erstmal ein bisschen aus und so. Ich war von Workern immer ein bisschen vorne. Ich muss aber sagen, dass ich so auch selten spiele. Das ist auch wahrscheinlich noch so ein Anfänger-Ding. Wird ja wahrscheinlich bei dir ein bisschen ähnlich sein. Dass man einfach immer wieder da so reinkommt, was wäre eigentlich gerade cool. So, ich baue jetzt einfach mal, weiß ich nicht, irgendwie nach, also meine Standard-Build-Order ist immer Barracks Factory und dann die tauschen, damit du mit der Factory direkt einen Panzer produzieren kannst. Und aus der Barracks mache ich dann Marines so. Und dann ist es wirklich komplett offen und ich spiele einfach, was mir so einfällt. Und diesmal dachte ich so, ich hatte bei dir irgendwie direkt dann relativ früh gesehen die Barracks mit dem Techlab. Und deswegen dachte ich irgendwie, okay, warum nicht, dann baue ich auch eine Barracks mit Techlab. Und ach komm, statt einer zweiten Factory,
baust du direkt einen Starport. Warum nicht? Und der Starport ist für mich immer der Punkt, wo ich Go machen kann, weil die Flugzeuge, ohne Flugzeuge kriegst du eigentlich nie hin, einen Gegner anzugreifen, weil ich dann irgendwie immer keine Sicht habe mit den, Siege Tanks. Und da dachte ich, ey, wenn ich jetzt sowieso schon Flugzeuge baue, komm, dann guckst du mal direkt, was der hat. Marauder All-In. Genau, dann habe ich hier ein Upgrade gemacht. Ja, von Units her ist es auch ungefähr ausgeglichen, oder? 11 Marauder gegen 3 Tanks, 2 Marauder und 8 Marines. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Die Sache wäre natürlich, dass du so hättest nicht angreifen können. Wenn da 4 gesiegte Panzer sind, dann kommst du mit den Marauder da gar nicht durch, glaube ich. Marines, Panzer, Medics. Ja, das ist eigentlich so das Standardding, ne? Ich spiele eigentlich immer lieber mehr Tech-Einheiten, also mehr Factory-Einheiten. Ich mag Stim irgendwie überhaupt nicht. Für mich ist es immer ein großer Schmerz, auf den Knopf zu drücken und meine ganzen Einheiten verlieren 20% ihrer Lebenspunkte. Das ist mir einfach viel zu krass, oder? Wie viel sind's? 10. Ja, der hat nur 45. 3-3 getecht, das kriege ich noch gar nicht hin, das Techen. Also meine haben in der Regel 0-0 oder 1-0 oder 1-1, 2-0 oder so. Auf 3-3 Techen kriege ich nie hin. Sind deine schon getecht? Nee, noch nicht. Ich dachte schon. Nee, du hast ja auch noch nichts, zum Techen. Ja, ich habe dann zumindest das hier gemacht. Ich weiß immer gar nicht genau, was das halt macht. Ach so, nur Missile Turrets, Auto Turrets und Planetary Fortresses. Ich dachte, das bringt auch den Panzern und sowas. Ey, ich bin auch so ein Depp. Ich mach das immer, weil ich denke, geil, die Panzer machen dann mehr. Gerade dabei gewesen. Ach so, hier unten. Ah, mit beiden direkt. Ah, ja, sehr krass. Aber schön, dass ich jetzt mir mal die Sache angucke, um zu sehen, dass es total Quatsch ist, wie ich das immer baue. Ja, man muss ehrlich sagen, 4 Panzer sind einfach der Hammer. Ich habe wirklich nicht viel, ne? Und hier dachte ich so, ey, ich habe Medivacs. Ich habe noch nie einen Medivac ausgeladen. Und dann dachte ich so, fuck, wie lade ich die aus? Wie lade ich die aus? Oh Gott, hier ist V. Oh, schnell, V auf der Tastatur gesucht und dann irgendwo hingedrückt. Und es war einfach alles schlecht. Und dann... Ja, die machen einfach krass Schaden. Die Panzer. Wobei es gar nicht mal... Naja. Und dann habe ich die hier versehentlich nochmal eingeladen, weil ich mich verdrückt habe. Und dadurch, dass ich immer F2 mache und dann alle Einheiten dran habe, muss ich dann erstmal durch haben, bis ich wieder zu den Medivacs komme. Ja, Replays anschauen ist mega wichtig. Mache ich mittlerweile eigentlich nach jedem Spiel... Ja, und hier hast du keine Chance, weil die Medivacs zu krass sind. 3 Medivacs und das ist einfach was ganz anderes. Und das ist einfach was ganz anderes. Sind's 5, ja, okay, du bist auch noch 0-0, ne? Machst du dann einen Timing-Push, dass du, wenn du auf 1-1 kommst, dann direkt angreifst? Oder wie ist dann der Plan? Quasi 1-1 ist fertig und Stim ist fertig, ne? Und dann geht's los. Ja, hier auch einfach F2 und rein und dann kam halt der Panzer und hat hier die ganze Zeit gegen das Command Center geschossen. Ah, okay. Ja, ich spiele eigentlich nie All-In, aber ich habe auch wirklich nie eine Taktik. Also ist bei mir eher so, dass ich denke, guckst du mal lieber, weil im Late Game fällt das bei mir sowieso alles auseinander. Greifst du mal lieber an und wenn du alles verlierst, ist gar nicht so schlecht. Die Wirtschaft ist meistens bei mir ganz gut. Ich hatte ja auch die ganze Zeit mehr SCVs als du. Das heißt, selbst wenn ich alles verloren hätte und du noch ein paar Einheiten übrig gehabt hättest, bis du bei mir bist, habe ich wieder mehr. Der hat dann aufgegeben, als er gegen Marauder... Ja, Marauder ist natürlich ziemlich krass. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir immer was fehlt, wenn ich keine Panzer habe. Ich habe eine Weile lang probiert, das mit diesen Cyclones zu machen, aber irgendwie dauert es dieser Reaktor einfach viel zu lange und ich habe das Gefühl, wenn du am Anfang ich habe eher Angst, dass ich angegriffen werde und wenn du am Anfang einfach 1-2 Siege Tanks in deiner Basis hast und dann noch 4 Marines, da kommst du nicht rein.
Und irgendwie ist mir das immer sicherer. Deswegen spiele ich eigentlich immer erstmal Siege Tanks und die Marauder adde ich später. Und zwar auch nur deswegen, weil ich das Tech haben will für Stim. Stim war ja jetzt auch gerade in der Mache. Weil angenommen, das wäre schief gegangen, hätte ich quasi bei dem Gegenangriff und so, hätte ich halt dann Stim Marine Marauder gehabt. Und der Nachteil ist natürlich auch, ne, wenn du Stim hast und keine Medivacs, dann verlieren natürlich auch viel AP. Na gut, ich mache dann eine kurze Pause und ruf mal zurück, wer auch immer mich angerufen hat. Und dann spielen wir noch eine Runde. Alles klar, dann dir guten Hunger und ja. Dann mache ich hier eine kurze Pause. Bis gleich.